Jo Leute und somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und heute öffnen wir 10 Booster der Magitex Euro 2024 Cards zur Europameisterschaft, die dieses Jahr in Deutschland ansteht. Ja, Topps hat jetzt die Rechte zur Europameisterschaft sich sichern können und hat nun ein Magitex Produkt dazu rausgebracht. Das Ganze ist seit dem 7. März im Laden erhältlich und kann nun erworben werden. In einem Booster sind insgesamt 8 Karten drin und leider kostet der Booster genau wie bei den normalen Magitex-Serien von der Champions League 2,50 €. Das heißt, man hat 4 Karten weniger für denselben Preis. Finde ich ein bisschen schade, muss ich ehrlicherweise gestehen. Es gibt leider so ein paar Schattenseiten der Serie, aber natürlich auch coole Sachen. Und ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die Booster-Designs, die es gibt, an. Insgesamt haben wir hier 3 Designs. Einmal haben wir das Design mit Schaubuschlei und Cristiano Ronaldo drauf. Dann haben wir das Design mit Eriksen und KDB unter anderem drauf. Und dann das Design mit Gakpo, Kane oder einem Rodri drauf. In der Serie hat Topps es leider nicht geschafft, alle Mannschaften zu lizenzieren. Das heißt, 4 Teams sind in der Serie leider ohne Verbandslogo und ohne Ausrüstung. Das heißt, ein weißes Shirt mit einer Trikotnummer drauf. Diese Teams sind der Gastgeber Deutschland, was ich sehr, sehr schade finde, besonders für eine Serie, die auch in Deutschland rauskommt. Frankreich, Italien und das Team aus England. Diese Nationalitäten haben einen Exklusivvertrag mit Panini und somit konnte Topps leider das Ganze nicht erwerben. Aber ich würde sagen, wir wollen nicht nur negativ reden, wollen uns die Karten mal angucken. Wie gesagt, ein Päckchen 2,50 € in Deutschland oder Österreich oder in England und in der Schweiz 3 Schweizer Franken pro Päckchen. Die Päckchen sind natürlich auch deutlich kleiner, dadurch, dass nur quasi 8 Karten drin sind. So sehen die Odds aus. 457 Karten zum Sammeln, 316 Base-Karten, die gibt es dann auch nochmal als Crystal-Design. Dann haben wir 63 Rainbow-Cards, 63 Green-Pearls, das sind quasi diese Rainbow-Cards als Green-Pearl. Dann gibt es 32 Holographic-Foil-Cards, die gibt es nochmal als Purple-Sapphire-Pearl und dann die ganz seltenen Karten, die Average Rainbow-Foil-Legend-Cards, die Black-Edge-Cards, die Chrome-Shield-Cards und auf der rechten Seite dann die Energy Cards, die Autogramme und wie schon bei der Matchtech-Serie, der normalen und der Extra der Champions League, gibt es auch hier wieder eine Chase-Karte. In der normalen Serie von der Matchtechs war es Haaland, in der Extra Kane und hier gibt es die Career Celebration Sue-Card von Ronaldo in jedem 500. Päckchen zu ziehen. Ich würde sagen, wir starten mal direkt rein und öffnen unser erstes Päckchen. Eigentlich wollte ich das erste Video das Starter-Pack öffnen, aber das war leider in meiner Nähe nicht verfügbar. So sehen die Karten hinten aus. Quasi einmal mit dem Europameisterschaftslogo, der Position, Matchtext-Logo, Nationalität und natürlich, wie Nationalität heißt, aber alles auf Englisch, das ist eine internationale Serie. Codes gibt es auch wieder in jedem Päckchen. Und dann haben wir hier leider die erste Base-Karte, die quasi nicht lizenziert ist. Und das ist Jordan Pickford für England. Deswegen wollen wir mal kurz weiterblättern. Ich sehe aber hier schon, dass wir Parallels-Karten haben. Und ich hole mal ganz kurz die anderen Base-Karten nach vorne, dann kann ich euch daran auf jeden Fall die Base-Karten ein wenig besser erläutern. Wir haben hier den Spieler drauf, Position, Tops-Logo, Europameisterschaftslogo, dann Landesflagge plus Verbandslogo, wenn verfügbar, Kartennummer, Defensiv- und Angriffswert, Millionenwert für Spiel, Elfmeterwert und der Name und der Hintergrund farblich immer passend mit den Strichen angepasst. Auf jeden Fall haben wir hier Wafro, dann haben wir Kuchta für Tschechien und Leroy Sané fürs deutsche Team. Also quasi 4 Base-Karten hier in dem Päckchen. Dann haben wir die Foil-Cards, wo 2 Stück pro Pack garantiert sind. Und hier haben wir Captain-Card von Bonucci für Italien. Also wie gesagt, Italien, England, Frankreich und Deutschland ohne Lizenz dabei. Bei den Teams fehlt dann quasi hier das Verbandslogo und auf dem Trikot auch der Ausrüster und das Verbandslogo. Auf jeden Fall die Karten, wie gesagt, von der Rückseite so. Dann haben wir eine Hero-Card von John McGinn für Schottland. Die Schotten ja auch dieses Jahr dabei. Dann haben wir Crystal Cards, wie gesagt, bin ich kein Fan von, das wisst ihr nicht erst seit heute, aber sie gibt es halt wieder. Und hier haben wir Baliu für Albanien. Und dann haben wir eine Graduated Gem Karte als Purple Parallel, Zeki Amdouni für die Schweiz. Also 2 Parallel Cards direkt hier in dem Päckchen drin. Finde ich sehr, sehr, sehr schade, dass es die wieder gibt. Wie gesagt, Parallel Karten vom Prinzip habe ich kein Problem damit, aber sie verstopfen halt die Booster und machen quasi die selteneren Karten noch viel seltener. Also ist es halt leider so, da bin ich auch einer Meinung, da wird man mich auch nicht mehr umstimmen können. Dann haben wir hier den Code, ich würde sagen, ich hole dann immer mal die Karten hier nach vorne. Erstmal haben wir Seferi für Albanien, dann Onana der Ex-Hamburger für Belgien, Cancelo für Portugal und Vlahovic gerade schon gesehen. Das heißt, anscheinend haben wir hier 4 Powerkarten drin. Mit der Captain-Card von Alvaro Morata. Spanien so eins der größten Teams mit Portugal, was sozusagen auch lizenziert in der Serie drin ist. Dann haben wir Hero von Milinkovic-Savic für
Serbien, dann ein Graduated Gem quasi als normale Version, nachdem wir gerade schon die Parallel hatten, mit Nathan Patterson für das Team aus Schottland, der Außenverteidiger, der bei Everton spielt, und dann hier noch eine Karte umgedreht. Mal gucken, was das hier ist. Oh, es ist eine Legend Signature Style Karte von Alan Shearer, Class of 92, 96 und 00. Also wahrscheinlich hat er dann bei den Europameisterschaften 1992, 96 und 2000 mitgespielt. Und leider die Karten dann auch ohne Verbandslogo, weil man halt für den ganzen englischen Fußballverband keinen bekommen hat. Auf jeden Fall die Karten sehr schön und die in jedem siebten Booster. Und das ist auch die erste Kategorie von der Seltenheit, die man nicht als Parallel-Version ziehen kann. Dann kommen wir zum dritten Päckchen. Haben auch hier den Code und ich hole mal wieder die Base-Karten nach vorne mit Palmieri, Elvedi, Özcan und Vom Berger und Melem, also drei Power-Karten hier pro Booster wohl garantiert, aber es gibt auch wohl, wie wir gerade gesehen haben, welche mit vier. Dann haben wir Berisha als Captain für Albanien, Gakpo als Hero für die Niederlande und dann, oh, eine Parallel als Purple Sapphire Parallel und das ist Zinedine Zidane als Ultimate XE oder Ultimate 11 Card. Okay, finde ich sehr interessant auf jeden Fall, dass die beiden Kategorien, die man dort ziehen kann, die Ultimated XE und Graduated Gem, die kann man als Purple Parallels ziehen. Dann kommen wir jetzt zu unserem vierten Booster. Haben dann hier vorne den Code und ich sehe hier quasi eine Black Edge Karte. Oh, wir kriegen hier wohl eine Black Edge Karte, aber irgendwie ist hier alles verdreht. Deswegen, ja, ich weiß nicht, irgendwie alles verdreht. Wir machen den Booster jetzt so oft, wie er hier kommt, aber wir kriegen wohl eine Black Edge Card. Und die ist in jedem 16 Booster, wir haben hier 10. Auf jeden Fall schon mal ein Teilerfolg. Erstmal haben wir Sabitzer, dann Thuram, dann eine neue Kategorie von den Powerkarten, Golden Goalscorer mit Chick, Hero Baumgartlinger. Dann haben wir Chick direkt nochmal als sozusagen Green Peril Card. Also diese Inserts kann man hier quasi als Green Peril ziehen. Lege ich jetzt einfach mal hier so in die Mitte. Dann Graduated Gem von Jesper Lindström. Und dann haben wir hier noch eine Base-Karte von Nagi. Und dann kommen wir zu unserer Black Edge Edition. So rum ist richtig. Und die Black Edge Edition stammt von Cristiano Ronaldo. Also eine richtig schöne Karte. Ich glaube, die beliebteste Karte von den Black Edges. Aber auch wirklich eine sehr schöne Karte. Und die kommen, wie ich gesehen habe, in der Starter Pack Unboxing schon mal auf die allererste Seite drauf. Also das quasi hier unser Best Hit bisher. Dann kommen wir zum nächsten Päckchen. Haben hier den Code. Dann haben wir Dumfries, Ferran Torres, Henry und Adam. Der Mann, der in Südkorea, glaube ich, sein Geld verdient. Und Ratio noch als Base. Und dann drei Powerkarten, die immer garantiert sind. Mit Golden Goalscorer Griezmann, Centurion mit Daily Blind und einer Crystal Card von Fofana. Für Frankreich leider, wie gesagt, die Franzosen auch nicht mit Lizenzen in der Kollektion drin. Und ich sehe gerade, wir haben hier ein bisschen Platz. Das heißt, ich kann die Karte hier auch nochmal von Ronaldo weglegen, weil wir werden bestimmt noch welche von den Graduated Gem Karten ziehen. Die Ronaldo Card auf jeden Fall bisher definitiv unser bester Hit in dem Video. Dann kommen wir, glaube ich, zur zweiten Hälfte. 5 Booster haben wir noch. Und hier haben wir wieder den Code. Dann haben wir Max Elsnick, würde ich mal aussprechen, für Slowenien. Und dann haben wir Powerkarten hier, aber erstmal noch 4 weitere Basekarten mit Juranic, Ibomele, Freuler und Ünder. Und dann haben wir Hero für die Ungarn mit dem Mann Willi Orban aus der Bundesliga von Leipzig, Captain Card von Tadic und dann eine normale Ultimate XE Card, nachdem wir schon die Parallel von Zizou gesehen haben, mit Harry Kane. Okay, das heißt, das ist auch einer der besseren Hits. Lege ich einfach mal hier in die Reihe, weil die ja quasi gleich selten sind. Und die beiden Karten sind ein bisschen seltener, die lege ich mal hier links in den Bildausschnitt rein. Man muss auf jeden Fall in die Serie erstmal reinkommen, aber die Kategorien schon relativ cool auf jeden Fall gestaltet. Wie gesagt, die Serie ist an sich ganz cool, bloß wie gesagt, ist halt eine typische Matchstick-Serie aus den letzten Jahren sehr schwer voll zu bekommen und sehr, sehr viele Parallel-Cards. Und die Lizenzen machen es für mich noch ein bisschen schwieriger, die Serie gut zu finden. Dann haben wir Jensen und Mitrovic. Hinten haben wir noch Jibs Mitty und Pepe, der ewige Pepe. Und dann noch eine Basekarte mit Konaté. Und dann unsere drei Powerkarten sind Pedri als Hero für Spanien, Bonucci als Centurion und Golden Goalscorer als Green Parallel mit Antoine Griezmann für die Franzosen. Also ihr seht es, Parallel-Karten wieder en masse. Aber wie gesagt, Parallels sind Parallels, da habe ich jetzt dreimal schon was zu gesagt in dem Video. Dann haben wir Trent für die Engländer
Oh, wir haben wieder ein Päckchen mit ein paar mehr Special Cards. Aber erstmal haben wir Dolly Lukebakio, Gumbea, Zadilek. Und dann haben wir Joško Gvardiol als Hero Card für Kroatien. Oliver Kahn, Legend Hero Card. Genau, das habe ich nämlich in der Checklist gesehen. Es ist bei Deutschland quasi kein normaler Torwart drin, also kein Leno, Ter Stegen, Neuer oder meinetwegen auch Kevin Trapp, sondern es hat Oliver Kahn eine Karte bekommen. Ist quasi die einzige Legend-Karte, die mit in die Teams reinkommt. Finde ich ein bisschen komisch, aber man hat es auf jeden Fall so gewählt und ist auch auf jeden Fall mal cool, von ihm eine Karte zu sehen. Legen wir auch direkt mal hier oben drauf. Dann haben wir ein Graduated Gem von Popescu für die Rumänen. Und dann eine nächste Karte von der Kategorie, aber als Peril. Und das ist Luka Susic, der Mann von Salzburg, wenn ich mich nicht täusche. Zumindest hat er mal bei Salzburg gespielt, der Kroate. Und dann kommen wir zu unserem vorletzten Booster. Hier starten wir rein mit Dale Blind. Da haben wir Jura Žeke, würde ich ihn mal aussprechen. War bestimmt ganz falsch. Dann Captain Kane, Christian Eriksen Hero. Kerkesh als Graduated Gem für die Ungarn. Und dann noch weitere Base-Karten mit Asenjo, Pasalic und Varga. Und dann kommen wir zu unserem letzten Booster, der insgesamt 10. Also auf jeden Fall schon zwei Kulets dabei. Vielleicht kommt ja nochmal was ganz Seltenes hier aus dem letzten Päckchen. Und hier haben wir erstmal die Code-Card. Dann haben wir Zivkov für die Serben. Declan Rice. Oh, ich sehe hier was durchkommen. Und ich glaube, eine der Shield-Cards. Oh, oh, oh. Dann machen wir erstmal die Karten von hinten nach vorne. Hier haben wir Desvesuklu für die Türken. Dann haben wir Antoine Griezmann Golden Goalscorer. Dann holen wir erstmal die hintere Base-Karte nach vorne mit Mortuan für die Rumänen. Dann haben wir hier Daily Blind als Centurion. Und so rum ist sie richtig. Ziehen sie runter. Und es ist Jan Sommer für die Schweiz als Shield-Card. Oh, 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 die sieht immer richtig schön aus. Der Torwart, der letztes Jahr noch bei den Bayern gespielt hat, jetzt bei Inter Mailand spielt. Und hier haben wir auch mal drei Werte drauf mit Impact, Finesse und Power. Und von hinten steht immer noch ein Text drauf. Das ist die Shield-Card Number 9. Also quasi immer noch ein Text dazu. Und das war dann doch mal ein wirklich schönes, erfolgreiches Unboxing dafür, dass wir nur 10 Booster gezogen haben. Shield in jedem 24. Päckchen, Black Edge in jedem 16. und die Shira-Card als Legend in jedem 7. Pack. Sonst hier die ganz normalen Power-Karten und vor allem die Peril-Cards. Also das waren 10 Booster der Topps Match Attacks Euro 2024 Cards zur neuen Europameisterschaft, die bald ansteht. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen oben da. Schreibt gerne eure Meinung rein. Ich will mit euch diskutieren in den Kommentaren. Was haltet ihr von der Serie Pro und Contra? Gerne was reinschreiben. Und sonst lasst doch gerne mal einen Daumen oben da. Checkt den Playlist aus, genau wie hier. Kostenlos abonnieren und hier noch ein empfohlenes Video. Bis zum nächsten Mal und tschüssikowski.